Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge waren wir im Atomatoys Hauptsitz, war das, glaube ich, ne? Und jetzt sind wir hier in irgendeiner Highschool. Ich nenne sie die Dragon Ball High School, weil sie DB Hightech High School heißt. Und dafür steht das ganz bestimmt. Und ja, hier sind ein paar Raider und die machen wir platt. Die Story des gesamten Projektes. Da ist ein Ort. Ich bin da, die sind da, wir müssen jetzt kämpfen. Oh, nee. Ich gehe zum Ort. Da sind Gegner, die töte ich. Ich bin mit dem Ort fertig, suche den nächsten Ort. Und ich wiederhole die ersten Schritte nochmal. So, seht ihr den Typen da? Den töte ich. Puff. Oh Gott. Also gut, mal zur Abwechslung überpowered zu sein. Weil ich genau weiß. Ne, au! Ich gehe trotzdem an den Rechner und kann es mich nicht abhalten. Hoffentlich schaffe ich das jetzt auch, den zu hacken. Sonst ist halt voll peinlich vor diesem einen Typen. Kein Drucker gefunden. Was? Ein Monster aus dem Keller. Okay. Wobei, wenn das eine blöde Toastkralle ist. Du sagst es, Strong. Strong hat wie immer durchschlagende Argumente. Also der. Ah. Was spricht denn hier noch? Ihr tut ihr Drogen machen. Sie ja verhindert. Na, das Geschützsteuerung, ne? Schon wieder jemanden gehört. Ja, warum? Was ist denn Sultan? Man. Oh, ist der Gott? Verdammt. Strong, geh weg. Ich weiß, du willst auch gerne in den PC rangehen, aber. Geschafft. Muss ich doch. Okay. Hallo, na? Wo ist denn dieser besagte Keller? Möchte mir doch gerne mal näher anschauen. Die Todeskralle da töten. Ups, Spoiler. Boah, wetten, dass deine ist. Unten, ich will nicht nach unten. Wohl unten ist der Keller. Ja, unten ist der. Ich auch. Okay. Hi, na? Ist hier dieser besagte Keller, von dem ich schon so viel gehört habe? Warum bist du denn schon motiv gewesen? Was? Okay. Eine Atomklamotte ist das. Ich bin voll. Jetzt weg damit, weg damit. Was? Wieso wiege ich denn so viel? Alter, 28. Das hat bestimmt nicht mehr tragen, ne? So, kannst du mal aufhören, irgendein Mist mal mitzuschleppen? Gruselig aus vom Weiten. Irgendwie war ich nicht so ein Slenderman. Okay, was habe ich jetzt aufgesammelt? Impro, ne? Ich muss meine ganzen Giddy-Up-Buttercup-Dinger hier loswerden.
Ja, im Starlight Drive-In irgendwo hinpacken. Im Starlight Glimmer Drive-In. Haha. Okay. Das fühlt mich wieder da draußen. Das wäre es. Der 299. Part, das heißt, im nächsten Part sind wir schon im Luca World DLC. Vielleicht werde ich damit allen hier fertig. Ein Gebiet war hier nur in der Nähe, das ich noch nicht erkundet habe. Da können wir als nächstes rein. Aber sonst. Weiß ich nicht. Danach wird sowieso noch was kommen. Das ist auch natürlich blöde. Okay. Wenn, weiß ich nicht, Snooker World DLC so ein, was? Ah, hallo? Wo bin ich denn hier jetzt rüber gestolpert? Ah! Was? Warum schießt denn du jetzt auf mich? Warum hast du eine Teddy-Maske? Ja, toll, sagt man geschützt doch mal verdammt noch mal, dass es mich nicht anschießen soll. Idioten. Ja, auf jeden Fall nicht böse vorher. Oder? Los. Los, komm ich kaputt. Komm ich kaputt. Ob sie mich hier tot, ich habe so der Pedobär oder was? Jetzt mich an meinen Charakter aus. Das Kreuz. Boah, ich halte da nicht aus. Dann kann ich mich ja selber noch schneller töten. Oh, so macht man das. Ja, Amateur. Das ist aber ein, ich glaube, ich bin auf dem Magazin gestolpert. Am Magazin gefunden. Schon das zweite Mal, dass ich so ein Magazin gefunden habe. Okay, sehr gut. Dann sagt mein blöden Geschütz hat nicht auf mich, das soll nicht auf mich schießen, verdammt. Hier geht doch auf mich los, ihr Idioten. So, erstmal du. Wird wahrscheinlich alles vermasselt, ne? Obwohl es sind Raider, also klar, die nicht freundlich sind. So. Warum habe ich jetzt halt Volt-Signal gefunden? Ich dachte erst, er wollte mich vor irgendwas warnen oder irgendwie sowas. Oh geil, wuff. Wollen wir einen Nahkampfangriff machen? Hat sich gelohnt. So, jetzt kommst du dran. Du hast ja ewig gebraucht, um mich zu töten. So. Ja, ich möchte deinen Helm nicht beschädigen. Das Kottchenkopf. Hm. Na klar. Noch mal, was stimmt mit euch nicht? So, Magazin, wo sind? Ja, und hier ist ein Fatman. Unaufhaltsam 2. Na, das ist das mit dem Schaden ablenken. Hey. Nimm die Waffe. Kannst du ihn mitnehmen? Das ist ja zu schwer. Lecker Brust. Ja, da hat dir gefallen, ne? Das hat dir gefallen, ne? Shamrock. Er hat immer was in den Arm abgerissen, aber ich kann ja.
Tastatur. Okay. Ist der Typ zum Monster geworden oder was? Was? Tom, der Turm sieht hier noch, die sind von unten an. Hey, die habe ich alle erledigt. Und alle Raider, die ich schon erledigt habe, finde ich gut, dass die sich so untereinander austauschen. Hat irgendwie was. Also wenn ich hier zum Beispiel als Ärztin gegangen wäre, wäre, weiß ich nicht, beim Hyde Park oder so, irgendwo ein Terminal oder so gewesen, wo es dann heißt, ey, die haben den einen Typen erledigt. Finde ich gut gemacht. Okay, wo ist jetzt dieser Keller? Geht hier nach unten? Nee, das geht nach oben. Ja. Na, wo ist jetzt der Keller? Muss da in der Nähe sein eigentlich. Da macht sich die Mühe, extra hier so eine Planke rüber zu machen. Generatorraum, okay. Ja, okay. Bestimmt der Keller. Rein da. Weil, weiß ich nicht, da ist ein Monster. Aber der hat den Kopf von dem Monster gehabt, also was zum Teufel? Vom Teddybären oder was? Ist ja jemals Teddybär verkleidet oder was? Wie blöd sind die eigentlich? Station. Ich nehme mir das mal. Ja, das ist ja ganz sicher nicht mehr der Keller. Nee, wir sind jetzt hier in der U-Bahn-Station. Was? Alter, hallo. Du hast eine Minigun. Aber ich habe eine Menge AP und eine Menge Stimpacks. Ich teile eine Menge Schaden aus. Das kommt auch noch dazu, ja. Oh, ich glaube, ich muss auf Überleben umschalten. Da werde ich eine Stunde sterben. Ja, 5 Minuten wahrscheinlich. Was so ein geiles an. Irgendwie eine Power Armor Arm. Und ich weiß überhaupt nicht, was zu tun soll. Oh, hi. Du in der. Was hast du jetzt hier unten gehabt? Warum bekomme ich jetzt die ganze Zeit solche Sachen? Jetzt die ganze Zeit so Kinder von Kinder des Atoms Sachen im DLC oder was? So, ich habe ja 3 DLCs auf einmal aufgepackt jetzt. Ja, kann das daran liegen, nehme ich an, ne? Geschafft. Wow, strong. Ach ja, jetzt magst du mich wieder, oder? I'm John Strong. Boah. Wird immer am blöden Schlössern hier vorbeikommen, das habe ich noch nie. Das wie es. Ich habe noch nie irgendwie den ja vollkommen zufrieden zu stellen. Das ist auch voll nicht zu fassen.
Und ja, echt immer weiter nicht. Boah. Wenn eine Stunde irgendwie rumlaufen, nichts öffnen, ganz leicht fressen. Ich glaube, ich mal irgendwann machen. Aber solange wie er mich mag. Ich kann halt nur offscreen machen. Ich sag für. Ja. Ich bin jetzt wieder vollkommen anders gelandet. Weil hat mich jetzt voll, angeekelt gerade. Die so an der Wand hängen, das sind aus wie Spinnen jetzt. Das muss nicht sein. Besonders wenn die so dünne Beine haben, das ist irgendwie am schlimmsten. Finde ich ja sogar noch die mit den dicken Beinen angenehmer. Also dünne Beine, ne? Och. Ich wurde Gänsehaut. Ameisen aus Fallout 3, die kamen schon ein bisschen näher ran. Die müssten auch nicht sein. Also au. Boah, da hat voll weh getan. Nee. Gott. Jetzt gehörst du mir, Mann. Nee, das denke ich nicht, Mann. Ja, trotzdem hat Gefühl, ich irgendwann übersehen habe im High School. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da irgendwann übersehen habe. Bin nur nicht sicher, was. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was. Ich habe keine Ahnung. Da kam irgendwie, weiß ich nicht. Ist bestimmt noch irgendwo ein Keller oder so gewesen. Ne? Und ich habe den nur übersehen. Ja, danke. Ah. Weg. Doch, Kokonminen. Warum sind die jetzt überall platziert? So, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Theaterviertel, ja. Aber wo genau? Mal schauen. So, in, weiß ich nicht, 12 Minuten werden wir ja noch irgendwo einen Ort hier finden, den wir erkunden können. Aber ich muss auch mit denen dann fertig werden. Beim nächsten Part will ich halt Nuka die Nuka World DLC machen. Dann könnte der Part entweder länger oder kürzer werden, je nachdem, wie groß der Ort ist, den ich als nächstes finde. Wie ich diesen einen Ort wiederfinden, der so aussieht wie eine Krone oder so. Und das Zeichen habe ich jetzt nicht wieder erkannt, was das darstellen sollte. Mach hin! Mach hin! Mach hin! Mach hin! Okay. Okay. Direkt wieder ein Ort abgeschlossen, okay. Da hinten war auch ein Ort. Ich möchte jetzt erstmal da hinten. Ja, wo war jetzt die Dingens? Da ist das Dingen, okay. Da war irgendwo in der Nähe da. Weiß die Metro jetzt abgeschlossen? Nö. Pff, egal. Was geht ab? Jetzt auch noch was? Achso, nee, okay. Nö, ich bin einfach frontal auf euch zugekommen. Was ist passiert? Und bestimmt, da oben ist aber bestimmt auch irgendwas. Ganz nach unten gegangen wegen dem blöden auf der Suche nach dem Keller, aber was soll's. Wenn ich meine, ich habe jeden Ort erkundet, werde ich wahrscheinlich irgendwie googeln und gucken, ob ich irgendwas Wichtiges verpasst habe. So, irgendwo hier war das doch, ne? Und so, jetzt finde ich wieder den Ort nicht wieder. Da. Ein Schwan ist das, okay.
Ein Schwanteich irgendwo. Wo bin ich hier? Nach der Combat Zone, okay. Nur ich. Du bist da. Was? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Okay. Warum kriege ich jetzt Erfahrungspunkte dafür? So, ich lasse einen echten Schwan. Okay, hol doch mal da. Michael, soll es nach Brief? Zeig mal, ja, boah, bis ich da jetzt runter scroll, ne? Oh. Aber ewig. No. Die ganzen Schlüssel vorbei, ja, da sind wir. Okay. Weißt du, wenn du in der Mitte bleibst, bist du zumindest sicher. Wenn es dir schon zurück versteht, aber Reise nachts, bleib beim Fluss. Und was immer du auch tust, geh nicht ins Kommen. Ist hier ein Hund ausgesetzt, aber was? Ja, okay, das macht aber keinen Sinn, warum einen Zettel für ein Ding schreiben. Swans Teich. Wer ist Swan? Ist der gut oder ist der böse? Das ist eine Dingens. Gottnack der Barbar. Waffenlos Nahkampf vor so einem Dorf. Ach, habe ich jetzt mit alle 10 ausgezeichnet, ja. Na, was ist das denn? Hallo? Bist du? So ein Bähmod. Sieht aus wie ein. Das ist ein Bähmod, oder? Was bist du? Nicht möchten Kampf, aber hallo, was bist du? So, du hast einen Schwan da. Okay. Ja. Was zum Teufel? Ich hatte so einen Schlag von dir aus, oder? Soll ich mal einen Totenkopf oder so auf deinen. An deinen Namen, da guck dir halt mal an. Was du denn? Mach dich platt. Puff. Was zum? Eine Powerhouse. Irgendein Charme. Oh, das ist gut. Schwanenboot Einzelteile. Was? Ah, kann ich nicht schleppen. Ein Schwanenboot Einzelteile. Was? Okay. Spawnsteig abgeschlossen. Was zum Teufel? Der sterbende Swan. So nenne ich den Part. Auch wenn das nur, weiß ich nicht. Ach, 35, ehrlich. Weil jetzt nur so, weiß ich nicht, ein 3-Minuten-Kampf war. Und nicht mal als. Ach, komm schon. So. Okay, cool. Was bedeutet, jetzt müssen wir noch wissen, was der Kreuz nochmal bedeutet, ne? Hier ist eine Metro Station bestimmt, ne? Park Street Station. Hier ist auch noch was, hier ist ein Turm. Den werde ich nie im Leben 5 Minuten erkunden, aber was soll's. Mal trotzdem hingehen. Ich war nur da. Irgendwie solche Dinger, ja, ne? Wo ich bin die ganze Zeit überladen, also lassen wir das erstmal. Und gehen wir zum Ende über. Erst einmal. Fürs Erste. Nicht. Nicht auf. Nicht für immer, ne?
Ach, hier ist der Dingens, der Freedom Trail, okay. Wollte schon sagen. Mein Gott, und ich bin ja an dem vorbeigelaufen. Komm, Strong, setz uns da rein. Geht nicht, schade. Ich hätte mir aus diesen Viech irgendwie mehr vorgestellt. Okay, wahrscheinlich ist es auch gedacht, dass man viel früher gegen dem kämpft, ne? Na gut, dann haben wir 3-4 Orte abgehakt. Dann können wir uns in der nächsten Folge auf zum Dingens machen, zum Snooker World DLC. Darauf freuen wir uns doch, ne? Gut, dann sage ich erst einmal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.